Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diesen super leckeren Frühstücksteller und wenn ihr sehen wollt, wie ich den mache, dann bleibt dran. Als erstes mache ich mein Rührei. Dafür lasse ich erstmal ein bisschen Butter schmelzen. Und während die Butter schmelzt, kann ich schon mal das Rührei vorbereiten. Salz und Pfeffer und einen ganz kleinen Schuss Milch. Mit einer guten Pfanne ist alles viel einfacher natürlich. Das dauert auch nicht lange, nur ganz kurz. Jetzt schalte ich auch schon die Pfanne aus. Lass das Rührei aber noch ganz kurz drinnen in der Pfanne. Ich nehme die aber von der Herdfläche, damit es nicht weiter gart. Und in der Zeit mache ich schnell meine Caprese, also Tomate Mozzarella. Ich schneide erstmal den Mozzarella in Scheiben. Und dann die Tomate. Dann pflücke ich mir schon mal so ein paar größere Basilikumblätter. Und dann kann ich auch schon anrichten. Da tue ich jetzt ein bisschen von, ich habe so Feige Dattel Balsamico Creme, also etwas dickflüssigerer Balsamico Essig. Das träufle ich so leicht drüber. Auch ein bisschen frisch gemahlener Pfeffer. Dann das leckere Rührei. Und ein leckeres frisches Brötchen mit Butter. Total schlicht, aber unschlagbar gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und tschüss, bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.